und willkommen zum, ja, längst überfälligen Video der Isolierung. Und zwar, ich habe ja die letzten 4 Wochen, glaube ich, sogar 5 Wochen, kein neues Video mehr hochgeladen. Wir haben da mit der Isolierung angefangen, aber konnten leider nicht weitermachen, da ich die ganze Zeit in der Schule war, beziehungsweise ich hatte Arbeit und Schule und viel nebenbei noch zu tun und konnte halt dementsprechend am Bus nicht wirklich was machen. Also ich habe schon was gemacht. Immer wenn ich so am Abend mal 1 oder 2 Stunden Zeit hatte, bin ich hergekommen, habe dann Isolierung aufgeklebt. Es hat jetzt auch schon fast 5 Wochen gedauert, bis er überhaupt so weit gekommen ist, wie er jetzt aussieht. Und ja, also ich zeige euch einfach mal mit dem Video, wie der Bus aktuell aussieht. Also ihr könnt auch sehen, ich habe mal ein paar Platten hingeschraubt gehabt, um zu sehen, wie er sich, ja, ob vom Dekor das her passt und auch, ob das alles anders passt. Genau, ich zeige es euch mal jetzt. Der Bus sieht mittlerweile schon eigentlich sehr gut isoliert aus. Er ist auch eigentlich schon fast fertig. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, wie hier oben zum Beispiel. Da fehlt mir noch ein Stück an Isolierung. Das hat von der Länge irgendwie nicht mehr gereicht, dass es bis ganz nach Ende gegangen ist. Da habe ich mich wahrscheinlich im Eifer des Gefechts vermessen. Und da muss halt noch ein bisschen Isolierung rein. Hier muss Isolierung rein. Das habe ich nämlich, da ist irgendwie ein Brett abgerissen, weil es irgendwie nicht dran war oder nicht geplant war. Weiß ich nicht. Zumindest da muss noch etwas Isolierung rein, da muss es noch abgeklebt werden. Zwischen den ganzen Abständen muss noch, zeige ich euch, wo kann ich es euch am besten zeigen? Wo habe ich es noch nicht gemacht? Hier. Hier zum Beispiel. Hier ist der Spalt etwas sehr groß. Da muss noch etwas Isolierung rein. Dann an Stellen wie hier zum Beispiel, wo mein Finger einfach reinpasst, da kommt überall Bauschaum rein, damit es halt noch zusätzlich einfach abdichtet. Und darüber kommt dann dieses BMD-Band. Das ist ein Band. Das ist ein Klebeband für die extra Isolierung, nicht extra Isolierung, sondern für die Dampfsperre. Das ist ein sehr, sehr gutes Klebeband, das sehr, sehr gut klebt. Und genau, das haben wir hier vollflächig im Bus oder halt an jeder Kante, jedem Stoß so gesehen aufgetragen. Ja, was im Endeffekt mit der Dampfsperre wahrscheinlich günstiger wäre, also einfach eine Folie drüber zu ziehen, wahrscheinlich günstiger wäre als das hier. Aber ich habe es halt schon gemacht und auch damit angefangen. Man hätte jetzt nämlich einfach die Folie drüber ziehen können, rantackern, wäre viel, viel schneller gegangen und viel, viel schlauer gewesen. Aber ich habe mich dafür entschieden gehabt und bereue es auch eigentlich nicht. Daher, zeitlich hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit gehabt oder mehr oder schneller gewesen. Genau. Übrigens, die Isolierung ist von Isover. Die heißt Lamella. Wir haben hier 3 unterschiedliche Isolierungen verwendet. 50 mm, 60 mm und 100 mm. Hier an der Decke im Aufbau haben wir 60 mm, also die ganze Decke ist mit 60 mm gedämmt. Dann haben wir hier vorne 50 mm, das hat nämlich den Hintergedanke oder Hintergrund, ich zeige es euch mal. Hier haben wir die Rahmenkonstruktion, die ist 50 auf 30 und dann haben wir hier noch ein bisschen Luft und hier ist dann die 50er Isolierung reingekommen. Dann haben wir 30er Isolierung, die ist zwischen Metall, dem Holz, genau hier zwischen rein ist dann die 30er Isolierung, ja, dann haben wir 4 Stück, die 30er Isolierung und überall, wo Scheibe ist, wo Blech ist, wo es vertieft ist, wo es irgendwelche Rundungen gibt, wie hier oben zum Beispiel. Da ist überall 100 mm verbaut oder gedämmt. Wo habe ich hier ein Bild? Habe ich hier irgendwo ein Bild? Ne, leider nicht. Ist schon alles zu. Ich zeige es euch mal am besten so. Also, da haben wir diese Dämmung. Das hier ist meine Hand. Und da kann man sehen, 100er Isolierung. Also die ist echt
super, die ist hier überall. Also hier haben wir die 50er und hier ist die 100er. Wir haben hier 50er Aufbau plus an die Scheibe noch, kommt man genau auf 100. Weil es hier noch ein bisschen rüber steht, kommt man genau auf 100. Also ich kriege meinen Finger hier nicht zwischen rein. Das ist echt sehr, sehr gut. Ja, also es ist einmal das Klebeband, ist das hier. Und verklebt habe ich das alles mit diesem Sprühkleber hier. Da habe ich einen günstigen Sprühkleber geholt, den habe ich getestet. Den habe ich aber auch nicht mehr weiter verwendet. Und dann habe ich bei uns diesen Sprühkleber geholt. Der gibt es im Amazon für, ich glaube, 7 Euro, knapp 8 Euro, wenn man das in einem 12er Pack kauft. Also ist echt günstig dann. Und absolut bezahlbar. Der günstige, der kostet sogar teilweise teurer als der hier. Daher kann ich euch den hier empfehlen. Und ich werde ihn nach unten verlinken. Das ist dann ein Affiliate-Link. Genau. Da habe ich mir Gedanken gemacht, welche Sprühkleber am besten wäre. Und Würth kann ich echt nur empfehlen. Also das hebt alles. Da fällt auch nichts runter. Und genau, Kabel haben wir auch schon angefangen zu verlegen. Das ist da unten. Das ist der ein Teil der Kabelverlegung. Da habe ich ein Loch reingesägt und Kantenschutz drum gemacht. Dann kommt das Kabelkanal noch rein. Hier kommen dann nämlich ein paar Kabel. Die kommen eh nach oben. Von da unten kommt dann nur die Zuleitung eigentlich mit 2,5 Quadrat. Und der Rest ist, also hier auch 2,5. Das hier ist dann Steuerung für Fußbodenheizung. Genau, dann haben wir hier die Dunstabzugshaube. Hier muss noch gedämmt werden. Hier haben wir die Kabel. Da sind 6 x 10 Quadrat Litzekabel für die Solar. Also Solarkabel. Die gehen dann hier von oben durch, hier rein und dann komplett nach unten. Und werden dann auch später da unten rauskommen. Da haben wir jetzt erstmal nur ein Ziehkabel drin. Genau. Also ich zeige euch mal die Optik, wie der Bus dann ungefähr aussehen wird später. Dazwischen rein kommt auch noch eine Platte. Das genau, wird eigentlich ziemlich cool aussehen, wenn es so wird, wie ich mir das vorstelle. Denke ich mal, wird es echt gut. Also gut, dann ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gezeigt, wie das aussieht. Ich habe ein bisschen Zeitraffer noch gemacht. Das probiere ich hier irgendwie noch mit einzubauen. Vielleicht kommt es jetzt einfach am Ende von null auf nicht jetzt, weil so viel habe ich leider nicht gefilmt, weil ich wirklich keine Zeit hatte. Und wenn ich mal am Abend eine Stunde Zeit hatte, wollte ich diese Stunde auch komplett nutzen oder mal 2 Stunden und dann auch komplett nutzen. Und effektiv sein, ohne dann mich irgendwie auf die Kamera zu fixieren. Genau, ich habe jetzt 3 Tage frei. In diesen 3 Tagen habe ich echt vor, viel zu machen. Da werde ich dann Elektrik wahrscheinlich hier drin verlegen. Klimaanlage werde ich wahrscheinlich verlegen. Also die ist schon verlegt, aber komplett anschließen. Dann, weil die Temperaturen werden langsam warm. Oder es ist ja schon wärmer, ziemlich warm geworden. Klimaanlage, um hier drin auch ordentlich arbeiten zu können, wäre echt cool. Dann habe ich vor, die Verschalung zu machen, Kabel zu verlegen, Verschalung, ja, mit dem Boden mal anzufangen. Genau, also das werdet ihr dann im nächsten Video sehen, wahrscheinlich, oder vielleicht werde ich jetzt einfach die 3 Tage einfach mal Kamera aufstellen und wirklich so viel filmen, wie ich nur kann. Und um euch das auch wirklich zu zeigen, was ich genau hier mache, damit ihr da auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt, wie ich mir das vorstelle, wie der Bus später sein wird. Also ich hoffe, so wie es jetzt schon aussieht, sieht schon für euch sehr interessant aus. Genau, also ich kann es euch nicht versprechen, aber ich bin auf jeden Fall dran, dass die nächsten Wochen regelmäßig wieder Videos kommen, dass ihr auch ja auf dem Laufenden bleibt. Genau, ansonsten Instagram, da probiere ich dann auch mal wieder ein paar Stories zu machen, dass ihr sehen könnt, was genau ich mache. Und ja, also dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt ein bisschen, einen kleinen Einblick wenigstens gezeigt, wie der Bus jetzt mittlerweile aussieht. Und ja,
euch gefällt es genauso wie mir. Dann schöner Sonntag euch und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.